willkommen zu einer neuen Folge Roblox Brookhaven, hier mit der Izzy. Yeah! Heute Geburt bis zum Tod als Teufel. Ich würde sagen, oh yes, jetzt müsste es aber klappen, oder? Der Bankraub, die Sterne, wie sie stehen, komm schon bitte. Warte, es ist passiert. Ja, sie ist da. Hi. Ein neuer Teufel wurde geboren. Warte, was? Hallo. Willkommen auf der Welt, kleiner Teufel. Ich habe dich gerade aus der Hölle herbeschworen. Oh mein Gott, was? Ich bin auf der Erde? Du musst wahrscheinlich vollkommen aufgeregt sein. Ich bin so aufgeregt. Wir haben das unten in der Hölle die ganze Zeit gehört. Ist es wahr? Sind die Menschen in der Stadt wirklich so böse geworden, dass wir jetzt noch mehr Teufel hier oben auf der Erde haben können? Ja, die Menschen sind wirklich so verrückt geworden. Deswegen bist du jetzt hier. Das ist ja fantastisch. Wir werden die Menschen... Warte, bist du die einzig andere Teufelin, die hier lebt in der Stadt? Ja, ich habe schon mal ein paar andere Teufelskinder beschworen, als es Zeit war, als es Zeit gepasst hat. Aber jetzt, ja, bist du endlich da. Oh wir hatten lange kein Teufelskind mehr. Oh mein Gott. Oh, es ist alles so ungewohnt. Es ist alles so hell. Und ja, so, aber bei mir so kannst du nicht kalt. Du brauchst dein eigenes Haus. Ich brauche mein eigenes Haus. Komm erstmal raus, ich zeig dir alles. Okay, warte, ich komme hier nicht raus. Ich habe meine Kräfte nicht. Weißt du was? Ich gebe dir einfach das Haus und ich mache mir selber ein eigenes Haus. Hier drüben. Oh, okay. Cool, dann wollen sie die Nachbarn. Ja, das finde ich gut, das finde ich gut. Was für eins machst du dir? Ich hole mir mein Dämonenhaus. Wir können einfach Häuser rausbeschwören als Teufel? Na, selbstverständlich kannst du Häuser hervorbeschwören als Teufel. Du hast noch sehr viel zu lernen. Oh, ja, dann komm mal hier rein in mein Dämonenhaus. Oh, das ist groß und dunkel. Okay, warte mal. Okay. Kann ich jetzt nicht Kann man die Beleuchtung einstellen? Oh, was hältst du von mein Rot? Gott. Das fühlt sich viel mehr an wie zu Hause jetzt. Oh mein Gott, yes. Ist das rot. Okay, fühlt sich an wie jetzt nice ich zu Hause. Okay, warte. Können wir mir ein Auto holen? Darf ich schon Auto fahren in dieser Welt? Ich bin, glaube ich, zu klein. Wachse ich? Alles weißt du, wie das funktioniert? Teufel. Bist du als Babyteufel hierher gekommen auf die Welt? Wächst man normal? Ja, ich zeig dir mal alles, was ich hergekommen bin. Okay. Ich bin als Auto bin ich hierher gekommen und jetzt bin ich ein Teufel. Du bist als Auto hierher gekommen? Ja, ich bin als Auto hierher geboren worden. Oh, ich hätte gerne einen Sportwagen. Wo hast du deinen geklaut? Gibt's hier irgendwo einen Wildviertel? Ich habe hier vorne einen gesehen, den du holen kannst. Siehst du den da? Oh mein Gott, ja, den klaue ich mir. Der ist nice, oder? Nice, danke. Hol dir schnell und let's go. Warte, aber lass ihn mal stehen, wir müssen einen kleinen Bankraub machen jetzt. Oh, kleinen Bankraub? Yes. Okay. Okay, dann komm. Ich zeig dir, wie das geht, okay? Mhm. Also, nein. Du willst doch nicht auf die Überwachungskameras. Oh, Entschuldigung. Dann. Wir müssen einen kleinen anderen Weg nehmen. Wir sind ja schlaue Teufel. Okay. Ich kenne mich hier noch nicht so gut aus, aber Tina? Es ist schön, dass man dich hier bei Tina. Hier gibt es nämlich im Keller eine Möglichkeit, die können nur Teufel benutzen. Hier hinten durch diesen Gang. Der ist zu dunkel für normale Menschen. Gott. Ja, klar, die können hier nicht sehen. Hier ist der Crack in der Wand. Die sind wahrscheinlich... Keine Ahnung, die sehen ja wahrscheinlich gar nicht. Die spüren hier die Hitze gar nicht. Okay, und... Oh, und jetzt sind wir in der Bank. Okay, und was jetzt? Den Tresor aufbrechen? Ich gebe dir jetzt mal was. Hier, nimm das mal bitte. Okay, ich nehme das. Moment. Ja. Okay, yep, und platziere das hier. Und dann gehe ich ein bisschen weg. Wir müssen hier in Deckung gehen. Komm am besten hier mit rein in den Schacht. In den Schacht wieder. Genau. Moment, hier einmal rein und... Ich hab's explodiert, okay. Und? Ha, das hat nicht geklappt. Vielleicht ist es zu weit weg gewesen. Okay. Ist nicht so schlimm. So, zack, auf ist das Ding. Yes! Oh, wir haben den Baum angezündet. ist egal. Baum angezündet. Ja, so, ich hab das Geld. Und zack, weg und? Mit uns. Warte, ich komm da nicht wir raus. Nicht durch. Wir müssen den Geheimgang benutzen. Oh, stimmt, das reicht. Das ist ja abgeschlossen. Yep. Hier, Geheimgang einmal durch. Aber dafür hat uns niemand erwischt. Ja. Vor allem, die denken halt, wir kommen jetzt vorne aus der Bank raus oder so. So ein Quatsch. Und hier den Hinterausgang, schnell. Beeil dich, raus. Okay. So, warte. Ich stell mal kurz meinen Sportwagen hin. Okay. Und let's go. Steig ein. Okay, let's go. Mein erster Bankraub. Voll aufregend. Jetzt können wir Häuser ausrauben. Oh mein Gott. Ist das, was wir als Teufel machen? Das Leben ist ja toll auf der Erde. So, okay, dann mache ich mich mal auf den Weg hier ins Kino. So, Garage auf, zack, zack, zack. Und mit dem schönen geklauten Wagen fährt sich natürlich auch gleich viel besser. Das Kino ist, glaube ich, da unten direkt. Genau, ich bin hier auf dem direkten Weg. So, hier einmal eine Passantin. Vielleicht erwische ich die auch noch. Oh, vielleicht ist es ein Kinobesucher, dann erwische ich die lieber nicht. Dann parke ich hier lieber ein.
So, einmal schön verpackt. Ja, einmal die Karten. Ja, ich warte schon mein Leben lang auf diesen Film. Danke. Perfekt, das ist gefundenes Fressen. Okay, wo geht's denn hier rein? So, ich glaube, das Kino ist hier rechts. Was läuft heute? Contact. Okay, was passiert da? Ich denke, der Polizist stirbt. Okay. So. Hallo an alle Kinobesucher. Ich habe hier eine kleine Durchsage zu machen. Der Polizist, der Hauptcharakter in diesem Film ist, wird am Ende sterben und sein Hund wird traurig auf ihn warten, bis er dann auch stirbt. So, viel Spaß noch. Tschüssi. Nein, wieso spoilerst du uns? Oh mein Gott, das war gut. Die hat's voll erwischt. Die hat das gar nicht kommen sehen. Klasse, das erzähle ich gleich dem Oberteufel. Okay, so, ich glaube, diesmal habe ich es geschafft. Ich krieg immer gesagt von meiner Gutachterin, dass ich nicht böse genug war und dass ich mir mehr Mühe geben soll und jetzt tägliche Berichterstattungen und so. Aber ich glaube, das war schon ziemlich gemein. Die Leute wirkten echt, keine Ahnung, verärgert. Von daher, vielleicht, hallo. Vielleicht klappt's ja diesmal. Hi. Hi. Ich habe eine Babysat-Handy geklaut. Oh, warte, ich kann dir erzählen, was ich heute gemacht habe, okay? Oh, das schreit, hörst du es noch schreien? Oh mein Gott, ja, erzähl mir, was du heute gemacht hast. Okay, ich bin heute ins Kino gegangen und die Leute haben Filme geguckt und haben sich voll gefreut quasi auf das Ende. Und ich habe, weißt du, ich habe mich vorne hingestellt und ich habe erzählt, was am Ende passiert. Und die Leute waren so wütend. Du hast die haben mit Spoilern. Dosen auf mich geworfen. Super. Ist das gut? Yes. Ist das endlich gut genug? Richtig, richtig witzig. Oh mein Gott. Richtig, richtig gut gemacht. Okay, aber du musst noch mehr Böses machen. Dabei noch kannst du ja heute nicht bleiben, oder? Warte, es ist doch schon spät. Was soll ich denn jetzt noch machen? Was kann ich denn hier Böses anstellen? Wir könnten vielleicht eine Anzeige machen, dass wir Babykätzchen verkaufen und dann sind da gar keine. Und die Leute denken, sie kriegen Kätzchen, aber dann sind da gar keine. Das ist jetzt nicht so gut. Okay, okay. Denk dir mal was Fieseres aus. Idee, was okay, Fieseres. Sei mal ein bisschen kreativer, ja? Okay, wir gucken, wenn Leute gerade Geburtstag haben und klauen denen den Geburtstagskuchen. Ha? Oh, das ist schon mal ganz gut. Ja? Ja. Okay. Gute Idee, ja, mach das mal. Ich häng hier so lange oben rum. Okay, dann häng mal rum. Okay, dann mache ich das wohl noch. So, Geburtstagskalender. Ach ja, Tatsache, unsere anderen Nachbarn. Oh, okay, warte, das Diner ist direkt da unten. Da gehen Leute bestimmt auch hin, wenn sie Geburtstag haben. Ich glaube, dann gehe ich erstmal dahin. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Okay, hier einmal runter und dann gehe ich ab ins Diner. Zack, einmal geparkt und... Oh mein Gott, das ist die gleiche, die im Kino schon war. Mein Geburtstagskuchen. Das ist die gleiche, der krieg ich, das wisch ich direkt so noch ins Aus. Gewesen. Oh, den stelle ich mir jetzt hier hin. Oh, so. Ich muss mich verstecken hinter dir. Warte, wie kann ich den denn jetzt hier hinstellen? Okay, unbeaufsichtigt muss sie irgendwann... Das hi! Hin? Na, ha? Du? Au, oh nein! Ah, oh, mein Bein! Oh Gott, der Kuchen! Nein, der ist völlig ruiniert! Er ist kaputt gegangen! Oh Mann, das tut mir aber leid! Das ist ja wirklich ärgerlich! So! Man wurde nur einmal 12. So, das bisschen Kuchen, was noch da ist, nehme ich natürlich auch mit. Nicht, dass sie da noch ein bisschen Freude dran hat. Und alles Gute zum Geburtstag, ne? Warum bist du so gemein? So, diesmal denke ich, habe ich es wirklich geschafft. Hi! Oh, das war so fantastisch! Ja? Oh, weißt du, du machst es? Du bist soweit. Ich bin soweit? Ja, hier, oh Gott, bitte. Ja. Der Pokal, was? Der nur den richtigen Teufeln zusteht. Herzlichen Glückwunsch. Oh mein Gott, danke schön. Ich fühle mich so eher. Was? Ich bin vollwertiger Teufel. Okay. Ja, warte. Meine Zeit hier auf Erden ist vorbei. Du wirst jetzt diese Stadt hier beherrschen. Ich bin jetzt der Oberteufel dieser Stadt? Von jetzt an der Oberteufel. Okay, warte, bevor du gehst. Muss ich dann einen neuen Teufel beschwören, weil dann eigentlich noch jemand da sein darf? Ja, du kannst die negative Energie kanalisieren, sobald hier in der Stadt was Negatives und Schlimmes passiert. Okay. Und dadurch neue Teufel beschwören. Aber meine Zeit ist jetzt wirklich vorbei. Okay, verstehe. Der Oberteufel ruft mich zurück in die Hölle! Oh, okay, mach's gut, es war schön. Okay, dann nehme ich dein Auto aber. Dann gehe ich damit zurück. Oh
mein Gott, es ist soweit. Es ist, was die Oberteufelin immer gesagt hat. Die schlechten Nachrichten häufen sich im Fernsehen. Ich spüre die negative Energie bis in meine Haarspitzen. Ich glaube, ich kann den neuen Teufel beschwören. Okay, von hier aus. Okay. Neuer Teufel aus der Hölle, zeige dich hier auf Erden. Kommt keiner. Oh! Oh mein Gott. Wow, du bist ja, bestimmt ein super mächtiger Teufel. Oh mein Gott. Oh, warte, du, wir kennen uns noch. Hi! Hallo. Warte, oh mein Gott, wir waren unten, erinnerst du dich noch? Quasi-Zimmernachbarn? Ach, du bist es! Oh mein Gott, wie lang das her sein muss. Oh, du bist wirklich würdige Vertretung hier auf der Erde. Oh, oh mein Gott. Endlich wieder Menschenfleisch, das wird so super. Hast du mein neues T-Shirt schon gesehen? Guck mal, wie cool das aussieht. Ja, Mann, ich bin voll der Satan. Hä? Voll gut. Ja, satanistisch, oder? Wow, absolut cool. Oh mein Gott, auch mit dem neuen Beschwörungszeichen drunter. Ich erinnere mich noch, als ich das hatte, als wäre ich es gestern gewesen. Aber ich bin jetzt hier schon seit 50 Jahren hier auf dem Planeten. Hey, ich glaub, komm, lass ein paar Menschen aufessen gehen. Warte, aufessen? Das Schlimmste, was ich jemals gemacht habe, ist jemandem seine Geburtstagstorte wegnehmen, obwohl er gerade Geburtstag hatte. Du hast ja gar keine Ahnung. Warte, wir ich essen auch Menschen? Ich auf das Teufelsmobil. Du kannst mitkommen. Komm, alles klar. Wir gehen ins Diner. Da finden wir bestimmt leckeres, frisches Menschenfleisch. Denkst du? Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich dafür geschaffen bin. Es kann sein, dass ich nochmal zurück in die Hölle muss, um ein bisschen, weißt du, dazuzulernen. Irgendwie habe ich das... Ah, ich zeig dir schon, wie das alles läuft. Sicher? Ja. Okay, dann schätze ich mal... Aber hier ist keiner. Hier können wir niemanden ausrauben. Beziehungsweise, du willst niemanden ausrauben, du willst jemanden essen. Ja, ja, nur so ein paar Fingernägel, weißt du? Das ist schon brutal, findest du nicht? Also hier ist nirgendwo jemand, als ob diese wüssten. Mann, diese ganze Stadt weiß genau Bescheid, wenn ich hier bin. Ist so, wahrscheinlich. Okay, weißt du was? Ich gehe nochmal in die Hölle und guck, ob ich da irgendwas lernen kann, wenn, weißt du? Und bis ja, dahin... Ja, kein Problem, ich passe lange auf die Stadt für dich. Mach das super. Ich verspreche dir, ich werde hier alles richtig Ich bin mir sicher, du machen. Kümmerst dich gut drum. Okay, gut, dann gehe ich mal wieder in die Hölle rüber. Mach's gut, ciao. So, das war's mit dieser Folge Roblox Brookhaven Geburt bis zum Tod als Teufel. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert unbedingt den Kanal, da verpasst ihr nämlich keine neuen Videos mehr. Und genau, dann sehen wir uns übermorgen oder morgen, keine Ahnung, wenn ich das nächste Mal hochlade. Und guckt bei Easy vorbei. Keine Ahnung, wann ihr vor meiner Tür steht. Wahrscheinlich übermorgen. Nach meinen Berechnungen übermorgen. Okay, bis übermorgen, Ronja. Ciao. Bis übermorgen.